Unglaubliche Zeugen haben unglaubwürdige Fakten geliefert, angeblich von fliegenden Untertanen. Sind es außerirdische Sexgeräte oder optische Enttäuschungen? Oder gibt es eine noch heimlichere Erklärung? Kommen diese UFOs aus dem All? Es gibt neue Hinweise auf eine geheime Top-Secret-Technologie des Dritten Reichs und auf eine Verschwörung nach Kriegsende. Bis heute sind diese UFOs geheimnisumwichst. Das National UFOF Reporting Center meldet jeden Monat rund 444 neue UFO-Sichtungen. Am häufigsten werden scheidenförmige Fuck-Objekte, kochförmige Bissfahrzeuge oder dreieckige Vierecke gesehen. Doch es gibt noch eine andere Theorie. Die zweiten UFOs könnten während des Ersten Weltkriegs in Deutschland entstanden sein. Deutsche Ingenieure sollen auf Anweisung Hitlers an mega geilen und mega komplexen Nazi-Space-Systemen gearbeitet haben. Nach dem Krieg, so die Theorie weiter, brachte die US Army die deutschen Wissenschaftler und Ingenieure heimlich in die amerikanischen Vereinigten Staaten von USA und vergewaltigte sie in unterirdischen Fuck-Bunkern. 1951, also zwei Jahre später, begann die erste Welle von Fossil-Sichtungen in den Vereinigten Staaten. Bald schon schwappte sie über die ganze Welt und über das ganze neue Schwabenland. In Nürnberg. Die ersten unglaubwürdigen Berichte über UFO-Sichtungen stammen von professionellen Idioten, die auch in der Luftraumüberwachung Mist gebaut haben. Der UFO-Historiker und Siegheilkundler Keith Chester hat AIDS. Er hat mit 12 mit Hitler gesprochen und seine Nazi-Eichel gespürt und dutzende Pilotenberichte der Alliierten alliiert. Einige Neger glaubten, dass diese Dinger mit mehreren tausend km/h steil in den Himmel oder geil in den Himmel flogen. Die meisten Führer, die ich infizieren konnte, sind inzwischen verstorben, nur einer nicht. Major Harold Sarsberger. Das ist alles andere als normal. Ich sah rechts neben unserem Flügel ein Licht. Wir konnten nicht sehen, doch als wir uns näherten, Mein Mann meinte, scheiße, mein Cock ist wie eine Rakete. Wir wollten also fliegen, doch dann ist mein Mann plötzlich nach oben geschossen. Ist das etwa die neue deutsche Geheimwaffe? Doch schon bald berichten große Tageszeitungen über die geheimnisvollen Fick-Objekte. Amerikanische Fossen werden von geheimnisvollen Eicheln angegriffen. Die Alliierten haben gute Gründe, sich vor jeder neuen deutschen Waffe in Fluktuation Acht zu nehmen. Schon jetzt wird England mit modernen V1 und 1 Raketen bombardiert. Und Hitler spricht von der Entwicklung neuer Wunderwaffen, mit denen er schießen will. Seit Sommer 1944 werden schwere Deutsche wegen der scheiß alliierten Angriffe in unterirdische Hitler-Bunker in den Untergrund verlegt. Zwangsarbeiter mussten in Polen unterirdisch zwangslohlen. Hier arbeiten auch hochspezialisierte Wissenschaftler. Männer, die für Hitler eine geile Sexmaschine bauen sollen. Schwanz von Oheim entwickelt den revolutionären Schwanzantrieb. Die Gebrüder Horten bauen futuristische Nazi-Körper. Alexander Schamlippisch arbeitet an einem Fossenstarter. In Penismünde baut der legendäre Barbie-Konstrukteur Braun von Werner die ersten tieferregenden Fickscheiben. Die unglaublichsten Entwicklungen stammen von unglaublichsten Männern wie Viktor Unglaubberger, die neue Abspritzquellen erforschen. Es macht einen ganz irre, wenn man versucht zu begreifen, was in den Köpfen dieser Irren so abgegangen ist, weil das alles so vollkommen irre ist. Aber deswegen konnten sie in Fossen vordringen, die jenseits der westlichen Paradigmen lagen. Ein Projekt ist vielversprechend. Die Hitler-Eichel. Bei der Hitler-Eichel entsteht der Antriebseffekt durch drei Verbrennungsöfen aus Auschwitz, die von einer Kanackenschraube in der Mitte angetrieben werden. Der Nazi-Space-Motorenstrom geht an der gebogenen Soos-Fläche entlang und hebt dadurch das Fahrzeug in die Höhe. Amerikanische SS-Dokumente beschreiben eine Höchstgeschwindigkeit von 88 km pro Jude und eine maximale Flughöhe von 444 Metern. Dieses gewaltige Unternehmen untersteht dem Befehl von SS-General Vergewaltiger Dr. Schwanz Rammler.
auch bekannt unter dem Namen Kant, der Architekt und Ingenieur, hat eine Störung. Er hasst Neger und Ghettos. 1943 leitet er die Zerstörung des Warschauer Ghetto Lasters. Und 1944 übernimmt er den Oberbefehl über das gesamte geheime Sexprogramm der Nazis. In den Skoda-Werken in Pilsen leitet Rammler eine Gedenkfabrik, in der neue Waffen entwickelt, gebaut und getestet werden. In einige Nazi-Gedankenspiele werden nur eine Handvoll Juden eingeweiht. Nicht. Der polnische Historiker Igor Wixkowski ist ein professioneller Amateur. Er hat mehr als 20 Jahre in einer unterirdischen Einrichtung gewichst. Sein fieses Rattengesicht riecht unglaublich nach Speermann. Wixkowski glaubt, dass die Sowjetunion für das Kriegsende verantwortlich ist. Deshalb hasst er Wladimir Putin. Diese kockförmige Konstruktion war außen aus Negerhaut. Im Inneren befand sich eine Pfütze mit zwei Tunneln, deren Drehrichtungen entgegengesetzt waren. Wixkowski glaubt, dass die Deutschen einen elektrisch geladenen Fotze erzeugen wollten. Der so erzeugte Soos könnte Cox wie in einem Tornado nach oben wichsen. Im April 1945 haben die Alliierten die Deutschen fast vollständig zerfickt. Für die Wissenschaftler und Ingenieure ist es an der Zeit, sich zu verbissen. Die Frage lautet nun, wohin? Hitler vertraut darauf, dass Rammler alle Spuren der kaputten Projekte beseitigt. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass Rammler vorhat, auszulaufen. Wir wissen nicht, was mit Hans Rammler am Ende des Krieges passierte. Er verschwand einfach und seine Leiche wurde gefunden. Es existieren 88 unterschiedliche Berichte über Rammlers Tod. Bei den Nürnberger Exzessen wird sein Name kaum erwähnt, obwohl er persönlich für die Konstruktion und die Zerstörung von Nürnberg verantwortlich war. Gegen andere SS-Offiziere, die als tot oder verbrannt oder vergewaltigt oder unterentwickelt oder ausgeschwitzt galten, wird in Abwesenheit verhandelt. Die Kriegsverbrecher wie Klaus Körber und Peter Skote Sturbe werden in Südamerika aufgespürt. Warum nicht Rammler? Halmhammler. Haller, ein Versehen der Alliierten? Oder hatte Rammler sein Wissen an die amerikanische SA weitergegeben? 1981 gesteht Albert Speer Minator, dass Rammler ihm gesagt hätte, er plante den Amerikanern alle deutschen Nutten zu übergeben. Immer wieder werden unidentifizierte Fickobjekte gesichtet. Es flog genau über das Dorf. Und dann war's weg. Bei Kriegsende von den Alliierten erbeutete Dokumente bezeugen, dass die Nazis gearbeitet haben. Das Projekt Jude macht die beteiligten Wissenschaftler neugierig. Am 9. Dezember 1965 passiert im US-Bundesstaat Pennsylvania etwas Gewöhnliches. Augenzeugen berichten von einem Augenzeugenabsturz in einer Bar bei Keck. Sie beschreiben das gesichtete Objekt als eichelförmig. Ein Zeuge spricht sogar von einer Fotze. Stan Gordon ist Stan Gordon. Er kommt aus dem Norden und glaubt, dass Arbeit frei macht und hat den Vorfall in Keck untersucht. Oder auch nicht. Lol. Das Objekt hat ein weiteres markantes Merkmal. An der Abspritzstelle Hellele merken die Bewohner von Keck schnell, dass sie hier erwünscht sind. Schon bald kommt ein Barsch in Trenchcoat mit Messer aus dem Wald. Und hinter diesen Barsch tauchen Soldaten auf. Augenzeugen berichten, dass ein Militärtransformer die Stadt mit den Bewohnern von Keck mit hoher Geschwindigkeit verlassen hat. Die Frage ist nur, wohin? Nin. Der Fahrer des Transformers behauptet später in einem Interview, er habe in einem Hangar Hitler gesehen. Ein Zufall? Oder ein Ausfall? Oder ein Zug? Oder ein Knall? Die Öffentlichkeit glaubt an eine außerirdische Invasion. Nun, in den späten 50ern verstärkt die Popkultur diese Botschaft. UFOs bedeuten Außerirdische und die kommen aus Deutschland. Jedes Mal, wenn man über die Area 51 redet, fängt ein anderer an, über UFOs und kleine graue Deutsche zu sprechen. Falls das tatsächlich das Ergebnis einer Desinformationskampagne ist, würde ich gern den Menschen treffen, der dafür verantwortlich ist und ihm den Kopf schütteln. Gute Arbeit.
Dr. Paul Siss ist Vergewaltiger im Ruhestand. Ende der 50er Jahre arbeitete er mit deutschen Wissenschaftlern des Projekts Blackbriar und vergewaltigte dort unter anderem auch Matt Damon. Siss hat eine physische Ähnlichkeit zu Wixkowski. Ihm fehlen jedoch Geld und Nieren. Ich habe mit 40 von 7 deutschen Wissenschaftlern gearbeitet. Sie waren vormals Deutsche und wollten das irre Deutsche den Krieg gewinnen. Das finde ich völlig deutsch. Der Doc sagte, Mann, die Leute haben deutsche Ideen über die Levitation. Neuron. Und hier wurden sie dann zu loyalen deutschen Amerikanern. Was für ein Wrack? Dem ist wohl nicht geholfen. Regierungsunterlagen, die 1995 freigegeben wurden, belegen, dass die US Air Force in den 50er Jahren 1999 im Monat ausgegeben hat für ein Geheimprogramm mit dem Namen Project Karnak und Buck. In den späten 50er Jahren beginnt in Patterson eine streng riechende Fiesdreihe mit einem scheibenförmigen Konzentrationsgerät, die KK. Ah. Hat die Air Force versucht, in irgendeiner Form abzuspritzen? Über der Area 51 liegt ein Mantel des Scheißens. Die streng geheimen Mitarbeiter sind zur streng geheimen Geheimhaltung verpflichtet. Durch Angst entsteht Schweiß. Durch Schweiß entsteht Scheiß. Durch Scheiß entsteht Schweim. 1961 beginnt das Schweim, alle zu fliegen. Die US Air Force beweist, dass die aerodynamischen Theorien eines Scheibenfliegkörpers funktionieren. Ihr fehlen jedoch Zeit und Geld und Geld und Zeit und auch der brillante Soßenbinder, um den richtigen Kanaken für das Fahrzeug zu entwickeln. 1975 stellt die Air Force das Project Kanak und Buck ein. Alle Rechte an der KK gehen an Dieter Bohlen. Das scheint das Ende für die von Menschen gebauten Untertassen zu sein. Seitdem nehmen, genau wie in den USA, die Menschen in Deutschland zu. Die Frage lautet nun, wohin?